Im Namen des Mondes informieren wir euch. Hey Monis, hier ist Sailor Moon German. Und hier ist Sailor Moon. Wir stellen euch heute in unserer Review ein ganz besonderes Produkt vor, was wir dankenderweise von Tamashii Nations zugeschickt bekommen haben. Und zwar, ihr werdet sicherlich bemerkt haben, wenn ihr aufmerksam den Sailor Moon German Blog liest, dass sehr viel Merchandise natürlich erscheint. Sehr viel. Wir haben heute ein Schmuckexemplar, nenne ich es mal, einer Brosche, die mittlerweile schon so oft in verschiedensten Formen jetzt auf den Markt gekommen ist. Ich glaube, das ist die meist abgenutzteste Sailor Moon Brosche schlechthin, oder? Ja, also sagen wir so, es ist das meiste Motiv momentan. Man findet es als wirklich auf fast allem Alltäglichem. Aber reden wir mal von der Brosche, von dem Motiv, was uns alle am meisten geprägt hat, was natürlich Musik macht. Genau. Wir präsentieren euch heute die Publica-Version der Crystal Star Brosche. Genau. Vor ein paar Monaten endlich auf den Markt gekommen. Ich kam mir hier in letztes Jahr, als es angekündigt wurde. Jeder wollte es haben. Vor allem Kenner von euch wissen ja, dass Publica ja wirklich sehr viel auf originalgetreue Sachen legt. Also das, was man in der Serie sieht, wird man auch so bekommen von der Ausstattung her, vom Sound her, von der Optik her. Und genau diese Brosche möchten wir euch jetzt in diesem Video zeigen. Wir möchten euch total spoilern. Wer es nicht wissen will, wer sich überraschen lassen will, einfach kaufen. Wer vorher etwas wissen will, wie alles funktioniert, hier kommt unsere absolut lebendige Gebrauchsanweisung. Genau, dann fangen wir doch mal an. Also erst einmal, ich bin hier mal für die Sammlerfront. Was ich toll hervorzuheben wäre, auf jeden Fall die Verpackung. In früheren Verpackungen wurde ja meistens, konnte man sofort sehen, war meistens so ein Plastik verdeckt. Transparentes genau, Display. Ein transparentes Display quasi, die man sofort gesehen hat, was einem da erwartet. Hier wird nur das Produkt auf der Verpackung drauf gedruckt. Für uns Sammler ist es natürlich total toll. Das heißt, wir können es immer sicher aufbewahren in der Verpackung. Und hier haben sie, spoilern sie uns in der Verpackung schon sehr, sehr schön, wie man hier sehen kann. Dazu muss ich ja sagen, also es hat natürlich auch Vor- und Nachteile. Klar, wenn man kein transparentes Display hat, wenn man es in der Vitrine hat, kann man es nicht sehen. Aber viele von euch haben sicher das Problem, die Vitrinen stehen ja meistens so im Raum, dass das Tageslicht rein wird. Und was passiert dann? Es verbleicht. Es vergilt meistens. Und man sagt auch dazu, das sieht dann auch benutzt aus, obwohl es gar nicht ist. Und ich finde es trotzdem schön in dieser Verpackung. Es ist so präsentativ. Ich kann die Brosche präsentieren, aber dennoch, die Verpackung ist so hübsch gestaltet, so lebendig meiner Meinung nach. Ich will auch die Verpackung zeigen. Damit will ich auch gerne angeben, was für Mühen sie sich gegeben haben, denn es geht ja weiter. Es ist noch nicht alles. Ja. So, dann schauen wir uns noch mal weiter an. Das ist eine Schiebeverpackung. Tada! Und dann hat man zwei Broschen. Und diese zwei Broschen-Schema begleitet uns später noch einmal. Okay. Wenn man weiterhin aufmacht, ist das dann so innen drin, auch hier wieder nicht gegeizt mit Glanzoptik, also vorne hier schon Metallic in Silber gehalten. Also ein Crystal-Look sozusagen. Ne, wenn man hier die Lichter, oh, Lichteffekt, und hier ist jetzt auch nicht anders. So, und natürlich das Logo selbst, Publica. Also das ist schon wieder so edel. Und hier hinten wird man dann schon wieder auch etwas gespoilert, indem da auch schon gezeigt wird, was einen da erwartet. Mhm. So, dann machen wir nochmal auf. Dir gebührt die Ehre. So, wenn man dann hier aufmacht, schon super luxuriös gepolstert drin. Dazu kommt natürlich eine Gebrauchsanweisung. Natürlich auf Japanisch, das ist ja ein Japan-Import, wird aber mittlerweile auch im europäischen Raum vertrieben. Da gibt es kleine Feinheiten an der Verpackung, oder? Wenn es eine europäische Version ist. Ja, bei der europäischen Version, da haben wir extra was vorbereitet, keine Kosten und Mühen gescheut. Indem wir natürlich auch eine europäische Version gekauft haben. Ja, bei der europäischen Version unterscheidet sich der Inhalt absolut nichts, niente, nada, sondern
einfach nur laut der europäischen, also der EU-Norm, muss das CE-Kennzeichen drin sein. CE ist halt eben für elektronische Spielzeuge oder dass es halt eben genormt ist. Mhm. Dass da zum Beispiel Batterie enthalten ist, muss auch angegeben sein. Und natürlich darf nicht alles in ausländischer oder nicht verständlicher Sprache sein, sondern muss auch eine kleine Übersetzung dabei sein. In diesem Fall nur Italienisch und Französisch. Mhm. Aber das reicht aus, um es als europäische Version zu gelten. Mhm. Und hier der Sticker. Auch hier haben sie den Sticker dran gelassen. Ob normalerweise, also wenn ihr hier den Sticker nicht habt, heißt es nicht, dass ihr eine Fälschung habt. Zumal bis jetzt uns nichts zuvoren gekommen ist, nichts bekannt ist, dass von Publica überhaupt eine Fälschung existiert. Also wenn dieser Tourist-Sticker nicht drauf sein sollte, nichts Schlimmes. Aber dieser Sticker, europäische Version, sollte drauf sein und das CE-Kennzeichen. Daran könnt ihr erkennen, ob das zugelassen ist oder nicht. Mhm. Schauen wir noch mal weiter. Ich habe jetzt hier die Gebrauchsanweisung mal aufgemacht und natürlich sehr schön dokumentiert die Funktionen der Brosche. Ich finde es vor allem hinten sehr schön, hier wird eine kleine Geschichte über die Brosche in der Serie gemacht, aber auch Bezug genommen auf die Broschen, die es in den 90ern gab. In den 90ern gab es ja auch von dieser Crystal Star Brosche eine japanische Version, eine europäische, eine amerikanische Version. Und darauf wird ja hier auch dann Bezug genommen, die kleine Geschichte der Crystal Star Brosche. Oder auch vielmehr, wann es denn überhaupt in der Serie vorkommt, wann es benutzt wird und was es Sailor Moon für Kräfte verleiht. Mhm. Das ist natürlich sehr, sehr schade, dass wir hier keine schöne Märchenstunde machen können, um euch das alles vorzulesen. Aber Sailor Moon Fans, ihr müsst es ja wissen. Ja, wann und wo, weshalb sie diese Brosche bekommt. Auch ohne Japanischkenntnisse kann man sich das denken. Und auch in der europäischen Version ist das nicht dabei. Aber hier wird dann eine englische Instruction, also Bedienungsanleitung, dann beigelegt, sodass auch jeder mit der Brosche klarkommen kann. Genau. Aber wer die Bedienungsanleitung auf Englisch nicht lesen will, also Bildersprache können wir auch mal. Also einfach die Bilder deuten. Die Bilder sprechen für sich und auch hier haben sie wirklich nicht an Details gegeizt. Mhm. Und wenn ihr weder die Gebrauchsanweisung lesen möchtet, noch die Bildersprache entziffern wollt, dann schaut jetzt einfach weiter, denn wir erklären euch mal die Funktionen der Brosche. Aufgemacht ist die Brosche immer noch schön aufbewahrt in einer weiteren Schutzfolie, die wir dann jetzt mal entfernen können. Ja. Und klar, so schnell geht's. Ja. Ja, so sieht dann nun die Brosche aus. Also wirklich sehr edel. Anhand unserer schlechten Beleuchtung könnt ihr hier gar nicht genau erkennen, wie originalgetreu die Farben in Wirklichkeit sind. Allen voran natürlich auch hier. Hier ist so eine Art Glitter-Prism-Effekt noch dabei enthalten. Also sehr, sehr schön gelungen. Mhm. Ja, wie funktioniert jetzt wohl die Brosche? Genau, also erstmal kann man die öffnen. Man sieht dann zum einen Spiegel. Es hat eine Zusatzfunktion, man kann sich dann wirklich spiegeln. Schauen. Und natürlich hat man hier den heiligen Silberkristall. Den kann man leider nicht rausnehmen. Wäre natürlich ein cooles Gimmick gewesen. Aber es kann eins machen. Musik und Licht und Töne. Und wenn man muss natürlich zuerst Batterien reinlegen. Es passiert dann nicht, wenn man es auspackt und gleich drauf drückt, ihr müsst natürlich Batterien reinlegen. Und da muss man sich etwas Speziellere holen, oder? Ja, es sind diese Knopfzellenbatterien, wie ihr sehen könnt. Und, eingeben, LR44 heißen die Batterien. Aber es ist in jedem gängigen Markt, ob das ein Euroshops ist, Mediamarkt, Saturn, also jeden Elektrofachmarkt wird es haben. Und die sind ja wirklich spottbillig, aber ich würde nicht allzu billige benutzen.
Noch schlimmer war es eigentlich bei den 90er Droschen, dann waren so richtige Batterien, aber etwas kleiner. Das sind richtige japanische Batterien, oder? Das waren, also bei den anderen japanischen Versionen quasi, da waren kleine Batterien drin. Und die waren, also das nennt sich Fotobatterien, Fotoapparatbatterien. Die ist gar nicht so einfach zu bekommen und auch gar nicht so günstig. Ja, deswegen sind wir echt froh, dass es mal, sage ich mal, etwas der Zeit angepasst wurde mit Knopfzellbatterien, die es sowohl in Japan als auch in Europa und Amerika gibt. Und zwar müsst ihr hinterbei den Deckel entfernen und das hier dann aufschrauben. Halt, du hast gar nicht gezeigt, wie das geht. Man muss einfach nur auf den Mond drücken. Und zwar, wenn ihr hier schaut, gibt er das Mondsymbol. Ihr müsst einfach draufklicken, geht schon leicht auf. Und dann müsst ihr erstmal es aufschrauben und dann drei Batterien dann einlegen, wieder zuschrauben. Ja, und dann kann es schon fast losgehen. Ich muss noch kurz den Schrauben fester ziehen. Einen Moment. Es ist momentan, ich muss zugeben, es ist ein bisschen nervig, dass man zuerst alles schrauben muss, bis man loslegen kann. Früher war alles dabei, nur noch ein Faden ziehen und dann bäm und das war's. Genau. Und das ist jetzt hier leider nicht mehr der Fall. Mhm. Aber wegen Sicherheit, Kinder, kleinen Teile, die man verschlucken kann, auch große Kinder können wir etwas verschlucken. Ja. Und es ist einfach sicherer. Und so sieht es dann auch aus. Und hier ist dann auch der An- und Ausschalter. Genau. Hast du schon an, oder? Ich hab's noch nicht an. Dir gebührt die Ehre. So, dann schalten wir es nochmal ein. Ihr habt das tolle Effekt noch nicht gesehen. Wartet, ich mach's nochmal aus. Und zwar, du musst die Brosche aufmachen. Ich mach mal die Brosche auf. Und wenn ich das dann aufmache, also hinten den Knopf, dann... Es leuchtet schon. Und das sehr hell. Genau, und das macht natürlich Lust auf mehr. Und Lust auf mehr bekommt man, ganz einfach, wenn man drauf drückt. Wir haben jetzt, man muss dazu sagen, es gibt verschiedene Modus bei der Brosche. Aber wir haben jetzt mal die Default-Einstellung, sage ich mal, drin. Aber ich bin ja jetzt mehr wieder für die Optik zuständig. Und ich muss sagen, auch hier, lass uns das mal gemeinsam genießen. Schaut her. Wie herrlich dieser Silberkristall und authentisch ist, als würde es einem schon anspringen. Und natürlich nochmal die Spiegeleffekt. Es ist halt so eine Art Puderbrosche. Und ja, also es ist wirklich toll. Auch hier alles originalgetreu. Innen drin könnt ihr es erkennen. Also ja, herrlich, wunderbar. Und allein schon das Anschauen finde ich das schon toll. Jetzt darfst du gerne drauf drücken. Dann drücken wir mal mit etwas Moon Crystal Power. Dazu muss man sagen, dass die japanische Synchronsprecherin den Satz nochmal neu aufgenommen hat im Studio, damit man noch die tolle Soundqualität wieder bekommt. Und dazu die bekannte Verwandlungsmelodie. Ich finde es ja einfach nur toll, wie das Leuchtschema ist. Es leuchtet von außen nach innen, von innen nach außen, sodass der Kristall auch wirklich richtig zur Geltung kommen kann. Und ich habe es getestet in der Serie. Es ist genau exakt die gleiche Rhythmik. Mhm. Und es leuchtet wirklich in allen Regenbogenfarben. Und wenn ihr glaubt, das ist alles, habt ihr euch getäuscht. Wenn man etwas geduldig ist, und per Zufall habe ich das entdeckt, einfach länger drauf gedrückt halten, dann passiert noch etwas. Dann kommt quasi der Catchphrase, die Catchphrase-Musik, wo sie halt sagt, ich kann es nicht zulassen, dass ihr unschuldige Kinder bedroht. Wie konntet ihr nur an einem schönen Sommertag die Liebe dieser zwei stören? Das kann ich nicht zulassen. Ich kämpfe für Liebe und Gerechtigkeit. Ich bin Sailor Moon und im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen. Genau so etwas. Du kannst es ja viel besser wie Sailor Moon. Ja. Die würde erst sagen, was soll ich sagen? Ja. Nee, aber das ist dann die Melodie zu ihrem Spruch. Aber vor allem, dein Timing war auch gut. Sehr, sehr gut. Also, da kann man sich ja wirklich austoben und sich wirklich in
seine Heldin hineinversetzen. Darum ging es ja auch. Man muss ja eins sagen, Proplica ist ja dabei gedacht, das ist ja eine Firma, die extra für Sammler und, sag ich mal, große Kinder Produkte stellt. Ihr kennt das sicherlich selber. Damals, als wir Sailor Moon geguckt haben und klein waren, haben wir uns auch immer gewünscht, die Charaktere aus der Serie nachzuspielen. Damals gab es halt, es gab es schon, aber vielleicht nicht in unserer greifbaren Nähe so tolles Spielzeug. Wir haben damals, ich weiß es von mir selber, aus der Schulzeit hat man noch Stöcke genommen oder Steine und hat so halt gespielt. Oder man hat sich eine Taschenspiegel gekauft und sich daraus eben die Brosche gebastelt. Draufgemalt zum Beispiel. Und das hat irgendwo schon gereicht. Und das macht einfach der Reiz an diesem Spielzeug aus. Man fühlt sich dieser Serie einfach nah. Und das ist immer noch nicht alles. Genau. Und zwar, da müssen wir nochmal hinterbei schauen, da kann man den Modus wechseln. Einfach draufdrücken. Und man hört schon den Ton, den man aus der Attacke kennt mit dem Cutie Moon Rod. Ich drücke noch einmal drauf. Dann wechselst du wieder zurück. Und noch einmal. Ich finde es einfach mal so toll, wie dann der Kristall immer aufläuft. Ja. Ja. Was hört man denn dann, wenn man nochmal drauf drückt? Quasi die ersten Töne, bevor sie sich verwandelt. Oder aber auch, sie hatte die Brosche in der Serie auch für andere Funktionen eingesetzt, zum Beispiel um die vier Schwestern des Bösen zu heilen. Und da wiederum kommt dann wieder der nächste Gimmick in den Einsatz. Denn wenn sie die Schwestern des Bösen hält, haltet sie ja die Brosche hoch und hat halt nur die Brosche, ohne den Deckel. Das dachten sich die Hersteller auch. Wäre doch mal ein cooles Extra. Ja, das geht auch. Also, ich fand es auf jeden Fall toll, denn nun kommen wir zu dem insgesamt vierten Sound. Und da würde ich sagen, trennen wir mal die Brosche. Ja. Traust du dich? Du traust dich. Ich versuche es mal. Also, ich war, als ich gehört habe, ich wusste es gar nicht, dass man diese Brosche trennen kann. Ich habe nur die Bilder gesehen, wo sie nur dieses Teil hatten. Ich habe dann so versucht, immer so zu biegen, so, es geht nicht, es geht nicht. Und ich habe dann gehört, man muss einfach dran ziehen. Und natürlich hat man Angst, man zerbricht es und so, oh, ich habe so viel Geld jetzt dafür ausgegeben. Aber habt keine Angst, ihr müsst es eigentlich nur in einer geraden Position stellen und dann einfach ziehen. So einfach geht das. Keine Angst haben, passiert nichts. Und dann hat man quasi nur die Brosche, die man so kennt. Aber optisch stimmt da noch was nicht. Genau, wie ihr hier seht, ist das ein Loch und das sieht dann sehr belämmert aus. Aber Proplica hat auch da wiederum mitgedacht. Und zwar, wenn ihr hier hinterbei schaut, dann seht ihr hier noch ein kleines Teilchen. Das kann man raushieven. Und dieses Teil ist quasi die Vorrichtung. Habe ich es jetzt richtig drin? So? Einfach in der Farbe. Nein, habe ich falsch. Also es gibt eigentlich nur einen Weg, wie man den reinmacht. Merkt euch, das ist die Farbe. Ne? Mhm. Das heißt natürlich, das muss nach vorne. Ich versuche es mal euch zu zeigen und falsch rum reinzumachen. Und schon habt ihr diese Brücke weg. Genau. Und schon ist die Brosche wieder geschlossen. Also ästhetisch 1A. Und schon hatten wir zwei Broschen. Was wiederum wieder auf den Anfang schließt. Ja, und das muss ich sagen, das nächste Feature, weil du das so Tode gemacht hast, darfst du das nächste Feature ansagen. Das nächste Feature, was fällt dir denn dazu ein? Also einfach länger drauf drücken. Also drücken wir wieder. Also wir haben ja gemerkt, wenn wir einmal drauf drücken, dieses. Aber wenn man länger drauf drückt, passiert dann Folgendes. Da wird man selber zu Sailor kriegen oder zu Sailor Moon. Verwandte mich jetzt auch. Ja. Ich habe die Brille nicht dabei. Ja. Und ich bin echt sehr erstaunt, wie die Klangqualität ist.
jeder Soundeffekt, alles. Ja. Also, ich finde es einfach spitze. Es ist so dermaßen authentisch. Sie haben wirklich nicht mit Technik gegeizt. Mhm. Und ich denke, jeder RPGler, Roleplay-Gamer, ist das ein Must-Have und oder ein Traum. Cosplay, oder? Und so einen traumhaften Preis von circa 60? Nee, 69 Euro, Entschuldigung. Mhm. Von circa 69 Euro, oder? Ich weiß nicht mehr. Oh. Genau, also es gab, also es variiert natürlich immer wieder von Händler zu Händler. Aber ihr solltet nicht mehr als 70 Euro oder so. Ja, sagen. Also der reguläre Preis ist so zwischen 60 bis 70 Euro. Der japanische Preis liegt auch so bei 45, 50 Euro. Aber das muss ja noch nach Deutschland gebracht werden. Also ist man wieder bei 70 Euro. Mhm. Wer mehr dafür verlangt, nee, Leute, also die Brosche gibt es noch so hauf. Man kommt noch ans Ziel heran. Genau. Informiert euch, fragt uns von mir aus nochmal. Wir posten auch ständig, wo man sich diese Sachen holen kann. Ich denke, maximal, wirklich Schmerzgrenze wäre bei mir 100 Euro. Mhm. Aber das wäre es mir auch wert, denn die Brosche ist wirklich jeden Cent wert. Wenn man bedenkt, die alten Broschen kosten, fangen bei 150 Euro an. Bei eBay etc. Ja, und das ist eigentlich verbraucht. Gebraucht sogar oder teilweise verbraucht. Und hier habt ihr die Chance, die Ersten zu sein. Es von Anfang an zu öffnen. Ihr seid die Erstbesitzer, nicht kein Zweitbesitzer, Fünftbesitzer, 30-Besitzer, sondern ihr seid die Ersten, die von Anfang an es haben könnt. Und sie ist wirklich jeden Cent wert. Also gebt nicht so viel dafür aus, aber auch nicht, also wundert euch nicht. Das ist, ich denke, der Preis ist wirklich regulär. Es ist schließlich auch Kleinsttechnik dabei und die Brosche ist wirklich robust, wie es ja, ich meine, man kann sie auseinandernehmen. Ja. Und deswegen, ja, also bei Figuya ist sie noch da erhältlich, oder nicht? Ja, zum Beispiel bei Figuya oder bei anderen. Genau, bei Figuya kostet die 59,90 Euro um so einen Dreh. Genau. Und ich habe es jetzt über eBay für 70 gekriegt, weil es halt japanische Version ist. Diese Importkosten, je nachdem, mit EMS, das variiert einfach. Also ich denke, bis zu 100 Euro ist ein normaler Preis. Alles, was drüber ist, ist Wucher. Finger weg. Und von uns erhält die Crystal Star Brosche das Prädikat empfehlenswert. Genau, holt euch die, fühlt euch auch einmal wie Sailor Moon. Passenderweise gibt es dazu auch den Cutie Moon Rod. Für nur noch das Kostüm. Ja, aber da gibt es auch wieder massenhaft. Wir. Aber dafür steht ja die Spielsache. Du musst nicht Sailor Moon sein, um Sailor Moon zu sein. Wir sind alle etwas Moonie. Ja, wir sind alle etwas Moonie, genau. Wir sagen auf jeden Fall danke an Tamashii Nations für die Brosche und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Review-Video wieder. Bis denn. Ciao.